Was dat denn? Schicke Ladebildschirm. Yum 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 yum. Ubisoft. Jiha! Ich hab vergessen, Statue. Warnung, dieses Spiel enthält Flüche, so. Boah, ich konnte halt immer noch nicht lesen. Capcom. R. Resident Evil. Herzlich willkommen zum neuen Projekt. Ihr habt's gewählt. Ich hab Folge geleistet. Jetzt kommt Resident Evil 4. Ich hab gerade schon mal eine Aufnahme verkackt, also kann ich gleich nochmal machen. Resident Evil. Und lasst euch jetzt schön mit dem Intro alleine. Auch wenn ich keinen Bock hab, das abzuspielen. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City. Ist nicht wahr. And hit the peaceful little town with a devastating blow, crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Oh, das tut mir aber leid. Der schöne Umbrella. Der schöne Umbrella. 6 years have passed since that horrendous incident. Oh. 6 Jahre, ganze 6? I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Tja, ob das so richtig ist, auf die zu zählen, ich weiß ja nicht. Ich werde angefahren! Aber er bremst für mich. Ein Herz, oh, aber ganz knapp. Ganz knapp. Er hat ein Herz für Tiere. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Shifted einfach in fassungslos. Fassungslos. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Immer schön die Gurke schütteln. Und der Spanner sofort wieder dabei. It's freezing. So cold all of us are in. Das macht er doch nur, weil sein Pimmel so klein ist und er weiß, er wird fotografiert. Ich wette. Must be my imagination. Sorry, it took so long. Ja, warum hat das wohl so lange gedauert? Na, na, na. Jetzt kommt noch mehr Gequatsche und noch mehr Gequatsche. Ich liebe es.
Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Ja, die kriegen bestimmt den gleich. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Nein, nicht! So, herzlich willkommen in Resident Evil 4. Ich musste das gerade schon mal drehen, da... Ich habe vergessen, in meinem neuen Aufnahmeprogramm die Lautstärke einzustellen. Ach, nicht die Lautstärke, sondern das Mikrofon. Natürlich! Super geil. Und das, was machen wir als erstes im Let's Play? Natürlich, wir knallen die Vögel ab. Na, bleibst du, kommst du woher, du? Da ist ja noch einer, da ist noch einer. Headshot. Ja, ich mache keine Gefangenen. Schon von Anfang des Let's Play nicht. Oh, eine Spinel. Das war bestimmt eine Elster. Eine Ver... Oh, wer ist das denn? Hey, sexy. I'm sexy and I know it. Go, 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 to the Ghostbuster. Lassen wir uns mal den Herren da begrüßen. Schon wieder Zwischensequenz. Excuse me. Sir? Für die Auflösung kann ich übrigens nicht. Das ist schon die höchste, die ich einstellen kann. Mal so beim Rande. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Such a badass. Freeze! Hot! I said freeze! Ach ja. Noch was zu sagen? Oh! Kick! Schade, ich wollte ihn gerade noch so richtig in die Nüsse ballern. Nein, mein Handy! Ich zerstöre die ganze Atmosphäre, das ist nicht gut. Oh, noch mehr gequasselt. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Habe ich auch understood. Ich meine, hier könnte man noch raus. Pup oder stirb du. Hier müsste es nämlich schon was Geheimes geben. Habe ich gerade nicht geguckt, aber ein bisschen Muni ist immer... Gut! Fickt euch! Aber fickt euch ganz hart, Leute. Ihr könnt doch nicht einfach so... Nein! Nein! Roundhouse Kick! In your face. In your face. Roundhouse Kick. Und in your face nochmal. Oh, ich habe sein Ohrläppchen abgeschossen. Wie? Ach, fuck, jetzt hätte ich den so richtig... In die Nüsse! Ich bin so ein gemeiner Typi. Aber da wir nochmal hier rein wollen, mit einem epischen Sprung, und uns die Hände aufzuschneiden, wollen wir nochmal hier die Munition upgraben. Außerdem, wie ihr schon gemerkt habt, anscheinend haben sie hier viele Menschen getötet. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Wahrscheinlich nicht, die haben sie wahrscheinlich schon aufgespießt. Na. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ich habe keine Webcam. Epic Jump. Nein, ich habe keine Webcam eingeschaltet, weil... Ich tue das alles auf meine Festplatte speichern und dann habe ich keine USB-Ports mehr frei, da ich auch mit Joypad spiele. Beziehungsweise mit Analogpad. Und
Ich denke auch nicht, dass das Spiel, dass das hier bei vonnöten sein würde, dass ich mit Webcam spiele, weil ich kenne das Spiel einfach zu gut. Und ich sollte mal meinen Speicherstand von gerade überschreiben. Erste Part 24 Minuten hat gedauert, ne? Aber ich war eine Minute früher hier eigentlich. Beim ersten Mal. Noch mehr Tauben. Nein. Die Motherfucker. Die two Motherfucker. Ja, ich schieße harmlose Tauben ab. Aber rette dafür wehrlose Hundchen. Hallo Hundchen. Ja, du tust mir so leid. Du hast ja ein bisschen Schmuddel am Bein. Renn, du Bitch. Renn, du bist frei. Ja, ich habe gute Laune. Ich mag das Spiel. Nur ich mag dieses ganze Zwischengesabbel nicht. Das habe ich nämlich immer selber schon übersprungen. Habe ich mir nie angehört. Ja, pup oder stirb, du. Das ist eine gute Wahl. Das ist der neue Wahlspruch von Deutschland. Das wird jetzt mein neuer Wahlspruch auf meinem Kanal. Pup oder stirb, du. Geh weg mit deiner Mistgabel hier. Nee. Das geht gar nicht. Die Motivation, die war so hoch beim ersten Mal aufnehmen und jetzt ist sie schon wieder so down. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich die Webcam diesmal nicht einschalte. Dafür will ich euch aber die bestmögliche Qualität hierbei bei diesem Let's Play bieten. Und das ist es mir wert. Und, wer bist du? Hast du dir wohl einen zu sehr unter die Lampe gegossen, ne? Sexuelle Diskriminierung gibt's hier wohl nicht. Nein, definitiv nicht. Wir werden alle gleich behandelt. Alle kriegen so eine Mistgabel im Kopf. Na, was geht? Und? Ja, ihr habt euch das falsche Spiel ausgesucht. Das habe ich schon 6-mal durchgespielt. Das ist eines meiner Lieblingsspiele. Ja, ja, leck mich. Ich kenne die meisten Schreckmomente schon. Deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht... Ach, halt's Maul hier. Deswegen lohnt es sich für mich auch nicht, wirklich dieses Spiel mit Kamera zu spielen. Das wäre nur unnötig mehr Aufwand, als ich den bräuchte. Ne? Wenn ihr die trotzdem haben wollt, versuche ich eine andere Lösung zu finden. Dann mache ich das nach der Aufnahmesession. Für euch. Für euch. Boah, wie viel haben wir denn schon an Zeit? 12 Minuten. Damit ist doch gut zu leben. Ach, das kann ich wegdrücken. Das kommt. Da redet die nur über die Spielanleitung. Die schenkt uns jetzt eine Spielanleitung. Man kriegt von der Kommandozentrale eine Spielanleitung. Wie wunderbar. Man ist in Lebensgefahr und kriegt eine Spielanleitung. Und jetzt spannen wir erstmal eine Runde. Was geht denn ab so im Big Brother Haus? Oh, der kehrt die Scheiße herum. Der hat die Scheiße im Eimer. Der hat die Kacke am Dampfen. Sein Kajal ist verlaufen. Alter, sieht nicht schön aus. Bis ein Alice Cooper hat verschnitt oder was. Und die sind hässlich. Die sind wirklich hässlich. Die sind richtig hässlich. Mal gucken, ob ich das so episch wie in der ersten Aufnahme hinkriege. Da konnte ich nämlich vom Weiten jemanden einen Headshot verteilen und ist der Kopf geplatzt. Ich will am liebsten die Tuse weg haben, weil die sind nämlich so... Hii! Nein, hat nicht geklappt. Ach, fuck. Na komm. Ach, jetzt zeigt sie nochmal auf mich. Ja, die anderen haben mich noch nicht gesehen. Das ist einfach... Fuck! Fuck! Und schon wieder, ich drücke immer die falschen Tasten, wie in der ersten Aufnahme. Ja, und... Bams! Pup oder stirb, du! Na, wenigstens scheine ich jetzt mal wenigstens ein bisschen flüssiger. Ach, schon wieder. Ich drücke immer auf Start, um an meine Waffen hier ranzukommen. Ach, 33 Schuss, das dürfte sogar... gut ausreichen, um die down zu kriegen. Dann geht mal hin und schlitzt mal ein bisschen in den Pimmel rein. Alter, seid ihr gemein. Okay, ihr seid definitiv angepisst. Ha! Headshot, Headshot! Triple Headshot! Unfassbar. Die kommen doch bestimmt schon wieder... Hast du gesoffen oder was? Das war aber schlecht gezielt, mein Freund. Roundhouse-Kick.
Da brauchst du gar nicht die Hände. Wo kommt... Fick doch die Hände. Warum sind hier so viele? Und warum sehen die alle gleich aus? Das sind bestimmt alles Inzestkinder. Ja, ich hab was gegen Inzest. Lasst mich, das ist... Oh, der danced. Guck mal. Wow, epic. Warte, lass mich nachladen. Down. 300, hier haben sie keine Chance. Warte, lass mich nachladen. Na, der Heschkiga Maschka. Zack. I. Wollte auch mal auftreten. In der Kamera. Noch ein Kopf kaputt, aber so viel Kopf hatte ich. Oh. Jetzt dürfte er ja auch schon vorbei sein, oder nicht? Lad am besten nochmal nach. Noch jemand da? Ich bin ganz alleine hier. Hier ist doch jemand. Komm, dann erlauben wir uns den Spaß. Habe ich auch im letzten Part gemacht. Aber ein bisschen Action drin. Holt den Müll, sag mal. Fuck. Hätte ich dabei nicht gemacht. Schieb Leon, du Arsch! Shit. Boah, da hab ich mir im ersten Part so in die Hosen geschissen, weil ich mich so erschrocken hab. Ja, schieb! Ich will die Muni haben. Ja, mit der Kettensäge bricht ihn nämlich durch mit seinem Wanst wie nichts, der Mehlsackmann. Wahrscheinlich sind sie hier schon drin. Ach du Scheiße. Ich will hier aber raus. Denn hier ist ihre Überzahl unbedeutend. Da habe ich dann Weib weggebatzt. Facepalm. Wo ist mein Kollege? Fuck that shit! Alter, jetzt habe ich mich aber... Na komm! Say hello to my little friend. You little bastard. Butz! Butz! Moment, Leute, eben. Nein! Zack! Das hat er nicht überlebt. Hoffe ich. Sackschuss! Oh fuck, das hat er doch überlebt und ich habe keine Munition, Hilfe mehr. Gott sei Dank, ich hab's überlebt! Ja genau, Lord Salat, sehe ich genauso. Boah. Where's everyone going? Bingo? Klar, Seniorentreff gerade. Beim bisschen Salat, hast du gerade gehört. Präsident Evil. Wenn ich den ganzen Shit jetzt gleich nochmal... Oh, nicht schon wieder. I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Got it. Gut. Dann gotten wir jetzt noch die paar Dinge, die hier herumliegen, weil die sind nämlich wichtig. Ja, damit. Ich wollte es nicht verwenden, aber... Ich bin so ein Trottel. Wo ist die Kuh hin? Wo ist die Kuh?
Da war gerade eine Kuh noch. Das will ich haben. Ja, damit. Und das rote Kraut. Jiha. So, dann durchstöbern wir nochmal die Häuslein, weil hier gibt es noch ein bisschen Munition und Geld abzugreifen. Das ist nie falsch. Habt ihr gesehen, wie viel der Mehlsackmann ausgehalten hat? Das ist unglaublich, oder? Das macht einfach die Mega-Power-Mülltüte auf den Kopf. Einmal durchladen. Such du. Wo haben wir denn noch was? Da hinten war noch, glaube ich, doch was. Irgendwas war da. Irgendwas, was. Ach, ich weiß, was ich vergessen habe. Hier einmal die Kischt mit dem roten Kraut. Nimm das doch mal. Ich habe die Tasten so komisch belegt, dass ich damit selbst nicht klarkomme. Ich bin so ein Pansen. Die hatten wir auch noch was. Erledigt. So, was haben wir denn auch hier Feines? Eine Brandgranate, nehme ich auch gerne. Hätte ich gerade gut gebrauchen können. Aber nein, das Spiel ist such kind of Arschloch. Meint aber, solch epische Sprungszenen machen zu müssen, auch wenn er das Fenster hätte einfach öffnen können. Aber wir verzeihen es ihm mal. Boah, hol ich mir jetzt noch die Schrotflintenmunition da oben. Jo. Einfach mal so just for lols. Kletter, du Affe. Wenn die Aufnahme jetzt auch wieder in den Arsch geht, ne, dann bin ich aber sauer. Das könnt ihr aber, davon könnt ihr aber ausgehen. Ja, damit. Ja gut, wir machen das einfach so. Wenn ihr die Kamera wirklich haben wollt, ich nehme jetzt ein paar Parts mal auf. Und ihr die wirklich haben wollt, obwohl ich euch versichern kann, ich werde mich nicht erschrecken. Dann, dann sagt das ruhig, aber... Ob was bringt, ist was anderes. Und solche Dinger, die werde ich nicht vorlesen. Die könnt ihr euch jetzt gerne durchlesen. Ich halte eben kurz immer an, dann könnt ihr Pause drücken. Aber vorlesen werde ich den nicht. So, mal um da mein Statement zu geben. Mir gehen hier schon die ganzen Gespräche auf den Sack. Ich will einfach nur rumrennen, alles niedermachen und das Spiel fertig spielen. Das war der größte Hype da dran. So, wie viel Zeit haben wir jetzt? Auch wieder meine 20 Minuten, yo. Jetzt bin ich sogar 3 Minuten schneller als beim letzten Mal. Verstehe einer dieses Spiel, wer will. Und zum Bauernhof des Schreckens gehen wir das im nächsten Part. Graben uns noch ein bisschen Muni. Und speichern jetzt. Dann würde ich auch schon sagen, das war's für den ersten Part von Resident Evil. Ich danke euch fürs Zusehen. Ihr habt's gewählt. Eure Schuld. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein, Freunde. Ciao.